Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Alice22 in Silverrun Forest. Ja, Damen und Herren, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Sägewerk steht auf dem Plan, das haben wir zumindest so in der letzten Folge, glaube ich, habe ich das so angeteasert. Da habe ich Bock drauf, mir das mal anzugucken, das mal hinzustellen und mal zu schauen, wie das performt. Ich glaube, das Sägewerk hinten machte ja irgendwas um die 50.000 Liter, was das so durchbrät im Monat. Und da ist es egal, also das teilt sich nicht die Produktionskapazität, was die ganzen Produkte angeht, sondern wir können alles parallel laufen lassen. Das ist ja natürlich eine Frage, die müsste man dann klären, ob das bei dem Sägewerk jetzt hier genauso ist. Oder ob das ja einen Unterschied macht. Und wir sozusagen idealerweise nur ein Produkt nutzen können. Ja, ich mache das nicht ganz uneigennützig. Ich will natürlich auch das Sägewerk gerne im Multiplayer-Projekt vielleicht stellen. Muss ich mir mal anschauen. Und gut, da wird es jetzt nicht so ins Gewicht fallen, weil ich da unterm Strich denke, ich meine, da haben wir, je nachdem, was es die Zeit halt einfach hergibt, ne, das muss man sich dann einfach mal anschauen. So, aber interessant ist es auf jeden Fall trotzdem. Jetzt werden wir das hier auf alle Fälle noch verkaufen und ich gebe tatsächlich nicht mehr viel darauf, ob jetzt alle Produktionen 100% rund laufen. Wir haben hinten Hauptsache das Sägewerk läuft, das verteilt viel Stuff, dann wird natürlich viel direkt verkauft. Ich kümmere mich da gar nicht mehr so großartig drum. Ich meine, das ist letzten Endes, wir wollen uns die neuen Sachen angucken und wir haben keine Geldprobleme, das kommt auch noch dazu. Wir haben im Moment null Schulden. Wir können natürlich noch, wenn wir das wollten, einige von den Fahrzeugen auslösen. Da fehlt jetzt noch der Massey Ferguson, den wir kaufen könnten, wenn wir das denn wollen. Und ansonsten haben wir jetzt hier natürlich die zwei Gerätschaften. Ne? Einmal den für 300k und den könnten wir auch für 360k. Aber ganz ehrlich, die Leasingraten bringen uns nicht um. Von daher wüsste ich jetzt nicht, warum ich das machen sollte. Wir heben uns das jetzt lieber noch auf. Wir werden jetzt das Sägewerk stellen. Ich denke eher Leasingraten statt Kredit. Klar könnte man auch den Kredit aufnehmen und beide Fahrzeuge ablösen, aber ja, so haben wir einfach noch ein bisschen mehr finanziellen Spielraum, falls es mir doch noch spontan darum geht, noch irgendwas kaufen zu wollen. Wir haben ja eigentlich alle Produktionsgebäude am Start mittlerweile, von daher ist das ja relativ entspannt. So, ein Step würde ich noch ganz gerne angehen, wobei das eigentlich können wir das nutzen. Ne? Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Wir nehmen den. Ich hatte das ja eigentlich für die Papierfabrik gedacht. Die Papierfabrik hat aber mittlerweile 22.000 Liter Holz drin. Das liegt einfach daran, weil ich nochmal eine Fuhre gemacht habe. Ich musste nämlich für Thumbnail, wollte ich ganz gerne den John Deere nochmal mit den ziehenden Hölzern vom Sägewerk haben. Und da ist leider, habe ich nicht so drauf geachtet im Game, dass ich da, während wir das gemacht haben, das nicht so toll aussah. Aber es spielt auch alles keine Rolle. Es ist unterm Strich, es ist ja völlig egal. So, und deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen Holz. Wir werden natürlich das auch mit dem John Deere dann nochmal ein bisschen ranziehen, aber das wäre natürlich nochmal ganz cool, weil dann können wir das alles nochmal schön durchchecken. Ja, mit den Klamotten bin ich ja jetzt von hinten vom Sägewerk sozusagen gefahren. Ne? Das rutscht auch ein bisschen raus, aber ich finde, das darf es auch. Wir werden uns jetzt hier mal umschauen und werden hier in den Landscape-Modus gehen. Und zuallererst müsste ich natürlich mal gucken, wie das hier mit den Elementen aussieht. Ah, ich sehe gerade, wir müssten Steine wegmachen, ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Will mal kurz gucken, ob... Ah, das... Obwohl, wenn wir es hier so dazwischen stellen, müsste es eigentlich klappen. Das können wir uns mal anschauen, ne? Wir haben ja hier unten kommen Hackschnitzel raus. Abliefern tun wir das gute Holz hier an einer Seite, ne? Da ist die Ablieferungszone, das sehen wir. Das heißt also, wir könnten durchaus sagen, wir speichern mal. Ich will jetzt nicht so einen riesen Aufriss machen. Wir werden uns hier so ein bisschen, wenn die Steine da sind und ich da einfach optisch noch zwei, drei Bäumchen daneben packe, ist das auch okay. Wir werden mal hier ein bisschen glätten. Einfach auf so einer Zwischenhöhe. Einfach so hier. Und werden aber auch erstmal ein klein bisschen hier mit Gras malen. Mal vielleicht am besten so rund, dass uns das hier nicht nervt. So. Okay. Ich wollte es ursprünglich natürlich eher gerade hinstellen.
Aber das wird, da wird jetzt wahrscheinlich nichts draus. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ne? Ihr wisst ja, wie das läuft bei mir. Landscapen kriegt man immer irgendwie. Irgendwas macht man das schon. Und ich glaube, der hat hier seine Ladung verloren, der Kollege. Wenn das dann hier hinten sehr abfällig ist, ist das auch okay. Wir können ja dann da wiederum eigentlich ganz gut hochkommen. Ne? Das müsste eigentlich klappen. So, und hier werden wir jetzt das Produktionsgebäude hinballern. So, da ist es. Ja, genau. So ist das eigentlich, denke ich, eine ganz gute Sache. Wir müssten mal überlegen. Genau, wir haben auf... Hier sind die Hackschnitzel, genau. Hier auf der Seite wäre es natürlich ganz cool, wenn man gut dran käme, ne? Eigentlich auf beiden Seiten, um ehrlich zu sein. Wir werden das jetzt hier einmal hinstellen. So, da ist der Kollege. Und von hier aus kommen wir jetzt, denke ich, ganz gut noch mit der Hügelfunktion. Ah, lasst uns mal den Kram hier noch ab, mal einmal ansacken. So. Ja. Nee, Freunde. So wird das nix. Das ist ja schon einmal zu locker, deswegen schmeißen wir das jetzt hier einmal raus. So. Und dann, ja. Muss ich mich erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung, muss ich erstmal wieder ein bisschen warm werden. Also, einmal wieder auf. Schwierig gerade. Weil das halt alles kreuz und quer liegt. Nee, ich glaube, wir machen das anders. Wir lassen den jetzt hier mal an der Seite stehen. Wir werden jetzt einmal hier in den John Deere springen. Und werden... Genau, andere Richtung. Dahin gehen zurück. Genau, und dann werden wir das mit dem einfach jetzt ins Sägewerk ziehen. Weil das macht jetzt keinen Sinn, mich mit dem Volvo abzumühen. Der ist einfach nicht dazu gedacht, um sich das Holz zurechtzuziehen. Ne? Das muss schon irgendwie gut auf dem Haufen liegen und dann kannst du das mit dem gut auf- und abladen. Ne? Man kann die Rungenanhänger schön abladen, man kann gut gestapelte Hölzer schön aufladen. Das funktioniert auch einwandfrei. Aber man muss das halt mit einem anderen Fahrzeug vorher zurechtziehen. Ne? Deswegen machen wir uns da jetzt einfach keine Illusion, dass das irgendwie... gut klappen könnte, wenn ich da jetzt anfange rumzufummeln. Das wird dann nur wieder... Ja, ihr kennt das ja, ne? Ich meine, mittlerweile haben wir ja ein paar Folgen in Silver Run Forest Deck und wissen zumindest so im Groben, wie wir mit dem Holz umzugehen haben und welche Geräte für was gut sind und welche eben nicht, ne? Und der ist einfach für so einen kreuz- und querliegenden Holzstapel ist der einfach grob gesagt Kacke, ne? So, von daher... Lassen wir das einfach und wir haben ja den John Deere hier und das ist auch alles, was wir, denke ich, brauchen. Ne? Also wenn wir klein anfangen und das ist halt mein Plan dann auch, wahrscheinlich in anderen Projekten, wenn ich mit Holz arbeite, dann werde ich einen normalen Traktor nehmen, wo ich ja alles habe und dann werde ich mir so ein kleines Sägewerk hinstellen, ich werde mir eine Kettensäge holen und dann werden wir uns als Anbauteil einfach kurzerhand eins von den Dingern holen. Ne? Hier haben wir 6,6 Tonnen, was wir hier ziehen können. Hier 8,6 Tonnen. Das reicht prinzipiell auch aus. Ne? Da kann man zwei große Bäume dranhängen. Viel mehr braucht man nicht. Hier kriegt man vielleicht noch ein bisschen Kleinkram dran. Das ist aber auch nochmal deutlich teurer. Ne? Denn an sich haben wir hier eine Schlinge und die können wir an dem Baum festmachen und an dem Baum können wir dann nochmal einen zweiten und einen dritten Baum dranhängen. Und der hat auch nur eine Schlinge. Von daher wüsste ich nicht, warum der jetzt besser sein sollte. Ne? Und 7.500, das ist schon preislich. Ja, auf große Distanzen wiederum kann das anders aussehen. Aber für das, was wir vermutlich auch da planen. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr über ein anderes Projekt sprechen. Wir sind hier in Silver Run Forest und ja, kämpfen ja mit ganz anderen Bedingungen. So,
Den kann ich auf alle Fälle hoch machen, denn ich will dann bloß unten an die Seilwinde ran. Der Rest interessiert mich gar nicht so sehr. Und eigentlich können wir hier unten in den Busch fahren, denn von hier aus werden wir, vermute ich, genau, bis zu dem Fluss, was wir hier sehen, das gehört nicht uns, das auf der anderen Seite, wo wir jetzt sind, das wiederum gehört uns, ne? Das heißt, ich könnte jetzt hier was rausziehen, das probieren wir dann aber mal, dass wir da unten vielleicht nochmal zwei, drei Bäumchen rausnehmen. Jetzt erstmal ziehen wir bloß den Kram hier rein. Da kann man sicherlich auch gut mit Seilbinden und so arbeiten, denke ich. So. Also, ohne viel Stress. Einmal drangehangen, den Bums. Nehmen wir mal den hier. So. Und von dem aus den und den, wie ich sagte, einfach wunderhübsch ranziehen, den Kram. Schön zum Johnny holen. Und viel mehr machen wir hier nicht. So fahren wir das jetzt einfach kurzerhand hier rüber Richtung Sägewerk. Und dann hoffe ich mal, dass das so reicht. Wenn ich das jetzt hier... Das eine hat er nicht genommen. So, genau. So, da ziehen wir aber kurzerhand einfach alles raus. Weiß gar nicht, wie lang die Seilwinde ist, aber die reicht. Die reicht locker. Oh, wir können noch mehr festmachen. Das ist nice. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber noch einen kriegt man nicht, ne? Na gut. Ah, das muss man wirklich sagen. Also da bin ich... Ich habe das schon, glaube ich, wahnsinnig oft erzählt, aber... Ich muss das immer wieder wiederholen. Diese Seilwinden-Feature ist eins der coolsten Features, was sie mit der Platinum Expansion eingebaut haben. Weil ich finde, das kann man eben auch mal für so ein bisschen nebenbei Forstarbeit so gut verwenden, weil man einfach diesen ganzen frickeligen Kram umgehen kann. Man kann so schön im Forst arbeiten und muss nicht unbedingt den ganzen nervigen Kram machen, sondern kann einfach sagen, okay, ich mach das so, weil das einfach wesentlich weniger nervend ist und es funktioniert einfach so gut. Ne? Aber dennoch löst es halt die anderen Aufgaben nicht unbedingt ab, weil man ja mit den anderen Sachen, ne, mit den anderen Krähen und so, kann man doch noch, wenn man gut ist, natürlich noch ein bisschen ohne Seilwinde effektiver arbeiten. Ne? Also idealerweise natürlich immer in Kombination, aber wenn man zum Beispiel gut mit dem Hannibal umgehen kann oder generell den ganzen Baumfällern, den Rottne und alles und da gut die Dinge stapelt und dann mit so einem Volvo oder so, dann kann man ohne Seilwinde natürlich auch schon wahnsinnig gut arbeiten. Ne? Ist absolut kein Thema. So. Nee, brauchen wir nicht. Wir fahren den hier einfach nur noch rein. So, und hier kommen wir gut ran. Das klappt. Genau, einmal ausgeladen. Jetzt haben wir hier 14.000 Liter Holz. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch ein bisschen mehr. Beziehungsweise wir gucken mal ganz kurz hier in die Produktion. So, Produktion verwalten. Also, Sägewerk, Bretter. Er hat eine Kapazität von 75.000 Liter und verarbeitet am Tag, je nachdem, was wir machen. Ne? Wir können Holzbretter verarbeiten. Wir können lange Bretter, Holzbalken und Fertigwände. Das ist dasselbe Spiel, was wir hier oben im Sägewerk haben. Ne? Das sehen wir ja hier. Nur, dass er sozusagen 416 durchlädt und er nur 208. Das heißt, das Sägewerk scheint von der Kapazität genau die Hälfte zu machen. Ne? Lange Bretter, 416 in 25 Zyklen, 208. 208, 208. Also müssten wir 25.000 Liter wahrscheinlich hier reinpacken. Das wäre zumindest mal mein Ziel. Und dann schmeißen wir mal alles an und gucken mal, was dann hier rumkommt.
Das ist jetzt mal so mein Plan. Vorher würde ich aber mal noch ein kleines bisschen mehr Landscape machen. Das heißt, vor allem hier so die Auffahrt wäre ganz gut, wenn wir die ein bisschen schöner hinkriegen noch. Zack. Muss ja nicht viel sein, ne? Einfach so. Ah, genau. Hier so ein bisschen, dass man hier gut rankommt. Hier drüben dasselbe Spielchen, nur eben auf der Höhe. Auch wenn ich davon ausgehe, dass ich eher die andere Richtung fahre. So. So passt das schon, genau. Dann einmal hier großflächig mit dem Glättenwerkzeug nochmal ein bisschen rübergehen. Alles nochmal leicht anpassen. Es muss halt nicht perfekt sein, es muss halt nur funktionieren. So, dass man gegebenenfalls eben auch mit dem anderen Gerät rankommt. Und ja, durch Autoload mache ich mir hier überhaupt keinen Stress mehr, um ehrlich zu sein. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Gras. Das würde ich als allererstes mal komplett alles vollfüllen hier. Oh, krass. Und das sah ja wieder ganz anders aus hier, das Gras. Ja, ich erinnere mich, da habe ich mich schon einige Male drüber aufgeregt. So, das ist heute mal ein bisschen Speed. Ein bisschen Speedpainting. Okay, und dann brauchen wir Matsch, ein bisschen Schotter, Dreck, Sand. Gab es ja auch wieder nichts Richtiges, ne? Wir könnten hier mit dem Pflaster arbeiten, aber das sieht, vermute ich mal, naja, hier so als Fläche drumrum, ne? Aber es sieht eigentlich nicht wirklich schön aus, wenn ich ehrlich bin. Für so ein Waldstück. Nee, vergiss es. Nee, vergiss es. War nur eine Idee. Ich glaube, wir machen mit den Schotterwegen einfach hier weiter und dann passt das schon. So. Und dann Asphalt, Matsch. Wahrscheinlich mit dieser Matschtextur. Ja, die sieht noch am ehesten sinnvoll aus. So. Ja. Hier auch einmal schön um die Kurve, ne? Okay. So, und dann einfach hier mit den Pflänzchen wieder noch ein bisschen auffüllen. Ah, ich fühle mich nicht wohl, wenn es nicht halbwegs brauchbar aussieht, ne? Das ist immer so eine Sache. Aber wir sind auch mitten im Winter wieder. Das heißt, wir sehen auch generell relativ wenig. Das heißt, wir werden das auf alle Fälle im Frühjahr noch mal ein bisschen mehr anpassen müssen. Wir werden ja auch hier noch ein bisschen malen müssen an der Ecke, ne? Das sieht ja auch alles wiederum nicht so toll aus. Ne? Hier muss man eigentlich auch noch mal rum. Und dann würde ich auch hier, denke ich, nochmal so das ein oder andere Bäumchen mit dazwischen stellen. Das kann ja ruhig ein bisschen in einem Waldgebiet sein, ne? Das ist schon okay, ne? Wir müssen ja hier nicht. Hier ist ein großer Baum. Dann könnte man gegebenenfalls davor stellen. Ist noch ein kleinerer. So. Weil hier vorne will ich eigentlich gar nicht so viel. Hier werden wir das wahrscheinlich einfach so in der Form irgendwie lassen. Schon alleine, weil ich keinen Bock habe. Dieses große Ding zu fällen. Quatsch. Oh, ich bin mit meinem Kopf. Weil ich keine Lust habe, also das wird wahrscheinlich ja einfach bleiben, ne? Weil wir eh das Feld dahinter haben. Das Feld ist ja auch, das bleibt da stehen. So, und hier könnte man aber gut. Muss mal umlenken. Sozusagen den hinteren Teil noch mal ein bisschen aufforsten, wenn man das denn wollte. Beziehungsweise, was ich ja beim letzten Mal schon sagte, beziehungsweise vorhin sagte, dass wir jetzt einfach die Bäume hier drüben alle schnappen und die werden wir uns jetzt ins Sägewerk noch reinziehen. Und ich hoffe, dass das gut klappt. Das heißt also einmal hier kurz zurück und dann werden wir die hier einfach umnieten, einmal kurzerhand. Den hier. So, und dann
nehmen wir noch den hier mit. Und das sollte eigentlich reichen für 25.000 Liter. 14.000 hat man. Wobei, ich bin mir noch nicht sicher. Wir werden es gleich sehen. Okay. Also. Wo sind sie denn hin? Hier ist einer. Es wird schon langsam ein bisschen finster. 17 Uhr. Ich habe 0,5er Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal so alles gemacht habe, dass das so spät ist. Ich glaube, ich hatte ein bisschen gespult, weil wir Produktionsgebäude angeguckt hatten. Okay. Okay, jetzt muss ich das zweite Bäumchen noch suchen. Hallo, da ist es. Okay, sehr schön. Naja, auch hier die Seilwinde funktioniert super, aber wenn wir die Sachen weiter transportieren wollten, ist es natürlich wesentlich praktischer, wenn man sagt, man nimmt noch die Zange dazu. Aber ich glaube, für die Strecke hier funktioniert das so auch ohne Probleme. Wir müssen bloß weiten Abstand ausholen, damit wir mit dem Baum hier rumkommen, sonst verheddert er sich nur. Ich versuche mal, das jetzt einfach mit dem Lasten zu sparen. Ich mache das mal hier ab. Und würde mich mal hier hinstellen. Und durch das Sägewerk vielleicht in die Ecke reinzuziehen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Das wäre echt nett. Muss ja nur auf dem Trigger landen, ne? Ist schon ein bisschen... Jetzt zieht er den Truck hier ran. Okay, alles klar. Danke dafür. So, aber er hat beide Bäume drin. Wir sind bei 23.000 Litern. Und den hier kann man ja ganz gut bewegen, glücklicherweise. So, einen holen wir uns noch. Einen so ein Hoshi hier oben, einen so ein von den langen vielleicht. Kann ich eigentlich immer noch einen Versuch? Würde mich mal interessieren, ob ich den Baum. Oh, das ist nett. Ist der jetzt noch dran? Nee, den hat's abgerissen. Okay, war nur eine Idee. Das wäre cool gewesen, weil dann hätte man ihn gleich dran gehabt. Mal gucken, ob wir ihn... Ich glaube, wir müssen ihn mehr gerade ziehen. So. Genau, Seilwinde steuern. Ich muss ein bisschen im Fahrzeug ist nämlich die Kombination, wie wir die Seilwinde steuern, ein bisschen eine andere. Nehmen ihn mal richtig hoch. Wenn wir ihn ein bisschen fester haben, kann ich ihn vielleicht einfach von der anderen Seite ranziehen.
Ja, also das muss man dann wahrscheinlich dazu sagen. Idealerweise hat man die Öffnung vom Holz zum Wald gewandt. Dann kommt man doch ein bisschen besser zurecht. Okay, perfekt. So. Jetzt haben wir einmal hier 28.000 Liter drin. Das können wir gleich mal noch mal ein bisschen für uns versuchen, hier durchzugehen und zu überlegen, was wir noch machen wollen in dem Monat. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir sagen, wir gehen eine Sache, machen wir noch, die gehen wir noch mit an. Und das kann ich auch extra machen. Das ist jetzt nicht so wild. Nee, wir machen hier einmal, spulen wir einmal durch und springen mal in den nächsten Monat. Es ist ja 17 Uhr. Das heißt, wir gehen mal auf 8 Uhr. Da sind wir. Das ist dann etwa ein halber Tag, ne? 18. Ah, verkaufte Tiere. Okay. Da hat er sozusagen die Überbelegung jetzt selber verkauft, oder wie? 170 hier auch schon mal. Das ist ja witzig. Mir noch nie aufgefallen, dass das jetzt so funktioniert. Das ist wahrscheinlich das Enhanced Animal Ding. Können wir mal kurz reinschieben zumindest. Moment, Produktion ist, glaube ich, von hier drinnen irgendwo zu steuern. Genau, da ist der, glaube ich, der Trigger. Ah, wir gehen einfach ins Türmenü, das ist einfacher. Okay, wir sehen hier natürlich jetzt nichts, aber offensichtlich hat das so funktioniert. Also, ich würde zuallererst mal hier in die Produktion reingucken und da interessieren mich zwei Sachen. Papier sehen wir 1700 plus 1800. Ich habe beides aktiv. Wir sind jetzt 7 bis 8 Uhr. Sind quasi 7 plus 7 sind 24, 7 Stunden plus 8, 15 Stunden aktiv, ne? 15 Stunden. Wir sollten vielleicht vorspulen auf auch ebenso wieder 17 Uhr. Das würde wahrscheinlich wirklich mehr Sinn machen. Dann können wir auch nämlich mal reingucken, ob wir hier im Sägewerk. Ja, danke. Danke, Sense, dafür. Wir spulen einfach noch einen Tag. Machen aber das Sägewerk vielleicht einfach an. Okay. Hier haben wir ja jetzt 14.000 drin. Da können wir mal nochmal kurz überschlagen. Ich habe ja gesagt gehabt 16. So, und dann gehen wir bis 9 Uhr in den nächsten Monat rein. Dum, dododum, dododum, dododum. So, da sind wir. Okay, dann schauen wir nochmal. Also, 10.000 verbrennt er hier, ne? Und was hatte ich gesagt? Sind das 25 mal 525? Sind 13.000 Holz. Das heißt, offensichtlich teilen die beiden sich die Kapazität, ne? Wir können das ja mal anders rechnen. Wir haben hier 230 und die haben wir ja auch in 25 Zyklen. Das heißt, am Tag müssten eigentlich 5000. Das ist ja weird. Also wenn ich 25 mal 230 nehme, dann habe ich eigentlich 5750. Also die teilen sich definitiv die Kapazitäten. Ich hätte eher sogar das Gefühl, dass. Okay, gut. Aber das kann sein. Das wäre die Papierfabrik, nur dass wir das auch mal abgehakt haben. Und hier haben wir, ja, in 24 Stunden ungefähr 20.000 verbraten. Das heißt, wenn ich sage, ein so ein Zyklus sind ja 25 mal 208, ne, sind das ungefähr 2500 Holz. Quatsch, 5200 Liter Holz. Und das haben wir in allen Vieren. Das heißt, es läuft wie beim großen Sägewerk einfach so, dass alles gleichzeitig läuft. Das ist natürlich eine ziemlich coole Geschichte, ne? Das heißt, das Ding kann man wirklich volle Pulle nutzen, so wie man das einfach, wie das andere. Nur, dass es halt halb so viel macht. Aber ansonsten ist es schon eine ziemlich coole Sache. So, und wenn wir uns das angucken,
Machen wir auch wieder erstmal den Step zur Papierfabrik. Wir gucken mal hier rein, wie die Paletten hier aussehen. Die müssen ja... Was bauen die hier? Sind die eingelagert? Lasst uns mal kurz schauen. Eine Palette? Ah, da hinten. So sieht der Spaß jetzt aus. Okay, da sehen wir sozusagen eine Palette, haben wir hier Papier. Wiegt 1,3 Tonnen. Das ist schon ganz schön heftig. Und deswegen ist es doch, dann hat es hingehauen. Okay, vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Aber die teilen sich die Fabrik trotzdem. Aber ich habe erst gedacht, es ist weniger. Aber der hat einfach schon eine Rolle ausgelagert gehabt. Und ja, das ist sozusagen einmal Karton und einmal Papier. Dementsprechend hier auf der Rückseite. Ist nicht viel Platz, da passen drei Paletten hin. Die muss man natürlich hier jetzt noch abholen. Und dafür bekommt man dann unterm Strich, können wir auch noch mal wenigstens reinschauen, Papierrolle. 3,5 und Karton 3,1. Also für Papier ein bisschen mehr als für Karton. Aber es ist auch so, dass wir leicht, ich denke, das wird sich unterm Strich vermutlich wieder ausgehen, ne? Könnte man aber schon sagen, wenn man eins durchballert, ich rechne es jetzt mal bloß mit einem, weil es meistens relativ ähnlich ist, da sind wir bei 230 mal 25, ne? Habe ich gesagt 5700 und das haben wir dann mal 3,5. Da sind wir bei 20.000, was sozusagen diese Fabrik am Tag abwerfen würde. Ja, aber wir kriegen für dasselbe Holz in dem Sägewerk ähnlich viel. Und wenn ich jetzt mal einfach vergleichen würde, wenn ich mich entscheiden müsste, was ich stellen möchte, eine Papierfabrik oder ein kleines Sägewerk, würde ich sagen, das Sägewerk kostet 56.000. Ja, es nimmt aber doch nochmal ein bisschen mehr Platz weg, zumindest in der Länge. Und die Papierfabrik kostet 130.000. Also das heißt, die ist halt nochmal ein bisschen teurer. Ja. Und unterm Strich glaube ich, dass im direkten Vergleich das kleine Sägewerk gewinnen würde. Würde ich jetzt mal einfach so grob sagen. Oh, aua. Jetzt bin ich ja natürlich genau drin gespawnt. Jetzt wäre es natürlich ganz schön, wenn ich sagen würde, ich lagere das einfach nochmal aus. Dass wir es nochmal sehen, wie es auch live aussieht. Sprich, wenn uns das hier nochmal angucken. Spawnen wir hier mal zwei Paletten. Ja, hier spawnen wir auch mal zwei Paletten. Hier zwei Paletten. Und hier gibt es ja eigentlich nur eine Palette. So, die andere ist noch nicht fertig und dann können wir uns das Ganze mal angucken. So, und so sieht das aus. Also das heißt, es ist auch genügend Platz in dem Sägewerk da, um das einfach so ein bisschen... Ja, einfach hier drin zu lassen. Also ich finde, das Sägewerk ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Damit kann man sehr gut arbeiten. Und man kann sich ja immer noch, ne, wenn man sagt, man will jetzt vergleichsweise wie das große Teil haben und man hat einfach genügend Holz da, ein zweites Sägewerk hinstellen. Ne, wenn man das einfach... Wo ist es hier? Genau, einfach noch ein zweites Sägewerk daneben. Dann hat man ja gleich nochmal eine viel, viel höhere Produktions... Dichte und das ist eigentlich eine coole Sache. Hier hinten liegen dann die Hackschnitzel, da kommt man auch gut ran. Das finde ich eigentlich, also grundsolide, ist ein cooles Gebäude, macht ziemlich fets, also Daumen nach oben. Und man kann ja auch sagen, ne, wenn man hier, was habe ich gesagt, 20.000 Liter, die werden hier etwa durchgebraten. Nochmal reingehen. Na, ich rechne es nochmal ganz kurz. 25 mal 208 und das haben wir mal 4. Das heißt, 20.800 Liter Holz und das kriegen wir bei den großen ausgewachsenen Fichten, ich glaube, da kriegt man ja etwa 3.000 zusammen, heißt es etwa 6 bis 7 Bäume, die hier im Monat durchlaufen durch das Ding. Das ist schon eine recht coole Sache, ne? Definitiv. Ja, ich würde sagen, dabei lassen wir es. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir schauen uns
jedem Fall die anderen beiden Fabriken noch an. Das wäre nochmal so ein Punkt, das will ich nochmal abhaken. Und dann will ich auf alle Fälle nochmal mindestens eine Folge machen, wo wir hier nochmal ein bisschen hübsch machen. Wo wir alles nochmal schön hinstellen, wo wir nochmal ein bisschen uns um den Hang kümmern und auch hinten das Gebiet und so. Und ja, bis denne. Tschüss, tschüss.